Hey Leute, ich bin's, der Daniel Unzer. Ich bin heute bei den Kid Kairos. Hey Kid Kairos, komm doch mal, erzähl doch mal was. Du kennst dich doch besser aus mit deinem Kanal. Jo, Malte, ich bin der Kid Kairos. Na, wie geht's euch? Ja, ich hab dich mal besucht. Ja. Heute mal. War cool. Ja. Ja. Genau, extra von hier aus dem Pott gekommen. Richtig. Ja. Und Kid Caris, was gibt's Neues? Ja, nur bis Mittwoch aufgenommen, leider Gottes. Echt? Wieso das denn? Zu wenig Zeit? Ach du, immer mit deiner Zeit. Ja, Entschuldigung, ich muss arbeiten. Du musst dich mal hinsetzen. Musst du mal Ja, hier. ich hab auch Familie und Kinder. Ach ja, komm, es geht schon. Nee, Kinder und so geht vor, das ist ja Freizeit, ja. Ja, und was hast du aufgenommen? Natürlich ein Wizard 101. Was ist das? Das weißt du doch. Das ist schon ein bisschen peinlich jetzt, Ein ne? bisschen. Nein, Spaß. Also, wie gesagt, ich bin da lange runter. Echt? Ja. Krass. Und hab immer wieder hier besucht. Also entweder habe ich zugenommen oder mein Bart macht mich dick. Ich habe heute übrigens Bartshampoo benutzt. Bartshampoo? Ja. Wie kommst du nah dran? Oder Ja, da drauf? ich habe es im Laden gesehen und dachte, ich benutze mal Bartshampoo. Hat nichts gebracht. Also ich meine, ne? Ja. Ich dachte, der wird dadurch super flauschig und fluffig So fluffig war und ich. duftend. Aber der ist einfach nur struppig. Ey! Ich gehe dir gleich an deinen Bart. So, obwohl ich ja diese paar Stoppeln. Ja, das ist halt so ein Sinnvoll da unten. Ist super cool geworden. Ja. Ja, was gibt's denn Neues? Ja, wir haben gerade einen Horrorfilm, Ja, einen Film geguckt. er schimpfte sich Horrorfilm, sagen wir mal so. Wie hieß der? House of Fears. Richtig. Warum gucke ich eigentlich nicht in die Kamera? Da ist sie doch. Ich finde mein Bart einfach so schön. Ja, ist ja gut. Mein Schaumbart. Ich habe mir übrigens einen zweiten Instagram-Account gemacht, Nein, ist ja auch noch nicht mehr. den ich anonym benutze. Da folgen mir Kein zu, Mensch weiß. da folgen mir Der zu viele heißt. Idioten. Da folgen mir viele Idioten? Wieso das denn? Keine Ahnung, ich habe das eigentlich so eingestellt, wenn keiner, also nicht alle folgen, sondern nur Freunde, oder die ich eine Einladung kriege. Also ich meine, guck mal hier, wenn ich die Kamera so nehme, sind wir eigentlich viel agiler als vorher. Ich hatte gerade ein bisschen Probleme, das Stativ aufzustellen, weil Eine Schraube fehlt. Bendix hat wieder zwei Schrauben fehlen. Eine habe ich gefunden, die andere fehlt aber noch. Und Da kriegt er so mein Herr ja, Bendix hat Videos gemacht und jetzt fehlen Schrauben und jetzt geht es alles nicht mehr. Scheiße ist das. Naja, aber eigentlich labern wir hier die ganze Zeit nur irgendeinen Ja. Aber wie gesagt, der Film. Stimmt, wir waren von einem Horrorfilm dran, ne? Er war Also. extrem gruselig. Also die erste Person ist gestorben. Ja, konnte man nicht sehen. Ne? Nee. Er ist dann erstochen worden. Die zweite Person ist vom Sand erstickt worden. Und anstatt, dass sie dieser Frau dann den Sand aus dem Mund rausholen, ja, so ein bisschen stabile Ja. Seitenlage, Ja. hier Rachen, Mund leer räumen, ne? Lassen die einfach liegen. Ja, so Ne? nach dem Motto, ach komm, lass die Alte liegen. Genau, ein bisschen. Pseudo-Wiederbelebung, mal ein bisschen reingepustet in den Mund. So ein bisschen Herzdruckmassage gemacht, so ungefähr 20 Sekunden lang. Und dann sagt, Gefühlt. aber wir müssen weiter. Ja. Ja, den Film kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der Angst vor Horrorfilmen hat, weil da hat man keine Angst. Ach du Scheiße, Gesicht muss. Ja, Daniel ist schon die Haut ausgetrocknet vom ganzen Horrorfilm gucken. Oh, mein Arm wird lahm. So. Ja, wie sind die weiter gestorben? Einer ist von einem Stromschlag gestorben. Lustig. Einer ist. Einer von so einem komischen Voldemort-Verschnitt. Ja, ach, das war ein Scheiß. Das war so ein Scheiß. Langweilig bis zum Geht nicht mehr. Genau, wir wollten einen richtig coolen Horrorfilm uns reinziehen.
Und dann bekam ich so einen Disney-Horrorfilm. Das war wirklich Disney-Niveau. Ja, also hätte sogar seinen Sohn gucken können. Richtig, der Dreijährige hätte das gut bekommen. Ja, wie drei eher weniger, aber so, so auf 10 kann man sagen. Ja. Aber wir nehmen schon 5 Minuten auf. Was für ein langer Vlog. Jo. Aber wir quälen euch jetzt einfach weiter. Also, wenn das hier weiter guckt und immer noch guckt und bis zum Ende guckt, dann seid ihr super. Das ist super cool. Fast so cool wie wir, aber nur fast. Ja, da muss man schon ein bisschen mehr für tun. Ja. Ja, und irgendwann mal stehen wir beide auch wieder in Wizard 101 irgendwann mal wieder auf der Matte. Ja. Irgendwann mal. Wo bist du überhaupt? Krusal ist Anfang. Anfang? Ja, ja. Du liebe Güte, ich bin ja schon im Pullen. Nee, ich hab auch nicht so viel Zeit wie du. Ach, eben hast du gesagt, ich hätte nicht viel Zeit. Ja, früher vielleicht mal. Tja, also ich glaube, wenn du dann so weit bist wie ich, dann bin ich schon... Ja, mit durch, ich weiß. Ja, ich bin nämlich super cool und super schnell. Aber wenn dieser Vlog hier rauskommt, ich weiß ja nicht, wann ich dazu komme, den zu schneiden, dann werdet ihr sehen, dass es nicht mehr so schnell vorwärts geht, weil ich echt Probleme hatte. Das wirst du auch noch sehen. Jo. Denn Polaris ist ein harter Brocken. Mann! Ich bin echt überrascht. Die Stadt der Franzosen. Und der Russen. Der russischen Franzosen. Bliet heißt übrigens Schlampe. Wurde ich drüber aufgeklärt. Aber das wusste ich. Ach so. Das wissen wir jetzt auch. So, wieder was gelernt. Richtig. Kurz erklärt. Mache ich jetzt gerade nicht. Nee. Was wollte ich denn noch erzählen? Wollte ich noch irgendwelche wichtigen Infos loswerden? Das weiß ich nicht. Lass mal kurz überlegen. Ich wollte noch sagen, dass... Guckst du mich so an? Weißt du, wir gucken jetzt einfach in die Kamera und warten, bis die Zeit rum ist. Also ich habe mir eine neue Karte gekauft mit 64 GB Platz. Mm. Und das wird jetzt wahrscheinlich noch so 1,5 Stunden reichen. Also ich kann jetzt ziemlich lange Videos auf dem Handy machen. Dann gucken wir jetzt mal einfach so lange in die Kamera. Vielleicht legst du noch Musik hinter. Sing mal was einfach. Hey, ich kann nicht singen. Komm, mach noch mal. Hey. Yeah, darf ich was zusammenschneiden? Ja. Nur die besten Szenen. Na, deine Zusammenschneiderei kenne ich ja. Ich sag nur den letzten Vlog, die letzte Challenge. Die letzte Challenge? Mit dem Morgenkopf. Ja, aber ich fand die erste fand ich cooler geschnitten. Was war das nochmal? Zitrone. Ach, Zitrone, ja. Die war ganz okay, ne? Mhm. Ja, übrigens, wenn ihr mal wollt, dass wir noch eine Let's Challenge zusammen machen, dann sagt uns Bescheid. Zumindest ihm, ja. Ja, genau. Und dann lasse ich mir was einfallen. Stimmt, ich hatte da auch was im Sinn, ne? Mhm. Auch mal Mondköpfe gefüllt mit... Ich erschlag dich. Senf zum Beispiel. Oder mit... Pfeffer. Chili. Kot. Ja, wie ist da? Ja. Hab mir im Vorfeld überlegt, was wir uns erzählen. Und mir ist nichts eingefallen. Ich wollte eigentlich schlechte Witze-Challenge machen. Ja, aber. Kennst du keinen Witz? Nee. Wir sind nicht auf die Schnelle. Ich auch nicht. Ich bin ein sehr schlechter Witze-Erzähler. Fun Fact. Ne? Mhm. Hast du einen Fun Fact über dich? Ein Fun Fact über mich? Mhm. Nee. Ich habe einen Fun Fact über den Daniel. Fun Fact über Daniel ist, dass er keine Fun Facts über sich hat. Ja, das stimmt. Ja. Müssten wir wieder abnehmen, ne? Ja. Was? Das sagt man nicht. Da sagt man natürlich, nein, Kai, was du siehst so super aus, wie du bist. Und bist ein lufte Typ. Jedes Kilo steht dir. Ja, kannst du mal wieder bei den Running Boys mitmachen, ne? Ja, ich bin ja einer der Running Boys. Ich bin 50% Running Boys. Und der Manzi, der läuft auch nicht mehr. Der sagt, er wäre so faul im Moment wie noch nie im Leben zuvor. Ja, ist ja schön. Mann, schon gleich 10 Minuten.
Krass, so einen langen Vlog haben wir, glaube ich, noch nicht gehabt. Nee. Ich glaube, ich werde auch gar nicht so viel hier wegschneiden. So. So. Vielleicht können wir noch irgendein Geheimnis jetzt am Ende verraten. Für alle, die so, so tapfer sind, sich das bis zum Ende durchzugucken. Hast du ein total geheimes Geheimnis? Ein total geheimes Geheimnis? Mhm. Du? Ja. Was denn? Ist ja geheim. Ja, ja. Weil es das erzählt. Du hast es doch vorgeschlagen. Ja, ist doch ein Geheimnis. Auf alle Fälle, irgendwann mal werden wir beide wieder Wizard of One spielen. Richtig. Haben wir schon drüber gesprochen. Ich weiß. Das Geheimnis ist schon gelüftet. Ja, mein Geheimnis. Gibt doch kein Geheimnis. Ich spiele immer mit offenen Karten. Erzähle alles, fast alles, was ich weiß. Doch, ein Geheimnis habe ich noch, aber das erzähle ich nicht. Also ganz viele Geheimnisse habe ich über geheime Dinge. Ich glaube, ich rede mich gerade im Kopf und Kragen. Mhm. Ja, wahrscheinlich wird dieses Video wieder dazu führen, dass ich ein paar Minus-Abos mache. Mhm, bestimmt. So wie im Dezember mit dem Terrible Cable, da habe ich so viel verloren. Okay. Weiß auch nicht, was mit den Leuten los ist. Ne? Böse, 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 böse. Nö, ich finde das gut, weil die Leute, die weggegangen sind, die haben einfach so wenig Gehirnschmalz, dass die mich deswegen deabonniert haben. Kann ich auch nicht gebrauchen. Und sind nur zu oft vor die Wand geschaukelt. Ja, kann gut sein. Weil, das war so offensichtlich. Ne? Klar, gefällt es nicht jedem. Aber das ist ja auch nicht hier Hauptbestandteil dieses Kanals. Richtig. Aber was sich ändern wird, wenn Wizard One One vorbei ist, das weiß ich auch nicht. Ne? Es wird sich einiges ändern. Vor allem wird es demnächst so sein, dass ich mehr Videos schneiden kann. Genau, und dann kann ich mich sehr intensiv nochmal der Videobearbeitung widmen. Und dann wird es auch viel mehr Vlogs geben. Nicht hier solche Vlogs, die so ein bisschen anstrengend sind für jeden. Daumen hoch für jeden, der sich das hier noch immer anguckt. Ja, schon bei 13 Minuten. Okay. Aber ich habe ja viele Spezial-Vlogs gemacht. Einige Spezial-Vlogs. Die haben mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, die zu schneiden. Und die sind bei euch auch ganz gut angekommen. Ne? Hier zum Beispiel ein Tag im Leben von Kid Carus, das ist ja zum Beispiel sehr gut angekommen damals. Seit Ewigkeiten möchte ich schon einen zweiten Teil davon machen, aber ich habe einfach keine Zeit, das zu Hause zu schneiden oder überhaupt aufzunehmen. Das wird demnächst öfter kommen. Vor allem aber, wenn Wizard of One vorbei ist, zumindest das Haupt-Let's-Play. Ja, du wolltest noch jemanden begrüßen? Ja, und zwar eine gute Freundin, aber die ich besser kennengelernt habe, die auch bei mir in der Ecke wohnt. Michelle heißt sie. Hi Michelle, willkommen zurück. viele Grüße. Unbekannterweise. Genau, unbekannterweise, Michelle. Ja, das war's. Richtig. 15 Minuten fast. Krass. Ja. Fast so lang wie eine Folge Wizard of One One. Ja. Und so viel gelabert. Ja, ohne Inhalt. Ja, ein guter Teil wird weggeschnitten. Ja. Zumindest das letzte, was ich gesagt hatte. Ja, ein bisschen was wird weggeschnitten. Aber nicht so viel. Nur ein bisschen. Nur die heiklen, geheimen Sachen. Mhm. Die ganz geheimen Geheimnisse. Die kriegt natürlich keiner zu erfahren. Nö. Zu erfahren? Kriegt keiner zu erfahren? Klingt irgendwie falsch. Kriegt keiner zu hören. Die erfährt keiner, die kriegt keiner zu hören. Genau. Ja. Ja, vielen Dank, dass ich dich besuchen durfte. Ja, so bin ich. Bin einfach ein netter Kerl. Und hab coolen Bart. Ja. Tschö. Tschö.